Ja, Disney hat mir wieder einen Strich durch die Rechnung gezogen. Muss ich ja mal böserweise hier an der Stelle sagen. Ich meine, ich hatte irgendwie. Ich war die ganze Zeit der Meinung, dass ich die Musik ausgestellt habe, so. Aber irgendwie ist mir ja dann auch schon in der letzten Folge aufgefallen: Hey, Moment mal, da läuft die ganze Musik. Nicht, dass ich im Nachhinein Probleme habe mit der Musik halt, ne? So. Verringert die zum Überleben des Charakters benötigte Zeit. Okay. Ui, cool. Dafür will ich sparen. Das ist eine coole Fähigkeit. Ja, ich bin mal Yoda. Aber ich bin ja mit Yoda schon Level 6 und so. Mal gucken. Naja, wie dem auch sei. Ich habe jetzt Musik ausgestellt. Ist ja auch deren gutes Recht. Ja, und deswegen musste ich die Mission gegen General Grievous gerade nochmal machen. Bring den gefangenen Droiden zum Rat der Jedi auf Coruscant. Wir müssen Toll. wissen, wer ihn nach Geonosis gebracht hat und was derjenige plant. In der Da ist ein Landezone wartet ein Schiff, das den neuer Kopierer wegbringt. Spielcharakter. So, nächstes Missionsziel. Exekutiere TD54. Spiel als Sepp? Ist ja geil. Machen wir gleich mal. Ja, dann war das wohl das mit Yoda. Meine Sammlung. Wir haben jetzt nämlich, ja, diese ganzen hier. Und schalten wohl, das finde ich wirklich auch echt cool. Wir schalten, neue Charaktere frei. Ich finde es halt cool. Also, man hat jetzt nicht nur die Möglichkeit zwischen Anakin, Ahsoka, Obi-Wan und Yoda, sondern du kannst wirklich auch jetzt hier mit ihm spielen, mit Darth Maul. Du musst sie halt einfach nur finden. Und, meine, gut, die sind jetzt auch nicht ultra versteckt oder so. Aber er beispielsweise kann schlagen und schießen. Was wir so ja noch nicht kennen. Wir haben immer nur Jedi oder Sith gespielt. Das ist natürlich auch echt cool dann. So. Die Droidenfabrik verlassen. Sicher? Ist das der richtige Weg? Ja. Gut. Ich bin ja mal gespannt, wie die anderen Playsets werden. Vor allen Dingen das Erwachen der Macht. Bin ich ja mal sehr drauf gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Nu werde ich jetzt wieder zurück zu Plo Koon gehen und wir machen mal die nächste Mission irgendwie. Oder habe ich den dann schon exekutiert? Bei erfolgt mir nicht mehr, ne? Ich glaube, ich habe es schon geschafft. In Mehr der oder minder. Landezone wartet ein Schiff, das dich aus dieser Welt bringt. Ja, danke. Also. Willkommen in deinem Raumhafen-Terminal. Hier hast du Zugriff auf jedes Schiff aus deiner Sammlung. Du kannst Bye auch bye, jede Geonosis, oder? Sternenkarte aktivieren, um verschiedene Orte in der Galaxis zu erkunden. Bitte aktiviere zu Beginn deine Sternenkarte. Diese Sternenkarte Sternenkarte. ist ein persönlicher Leitfaden für die Navigation in der bekannten Galaxis. Sie zeigt dir verfügbare Systeme an, die du erkunden kannst. Eine weitere hilfreiche Eigenschaft dieser Sternenkarte ist ihre Fähigkeit, dich über Missionen zu informieren, die auf dich warten, und über Gegenstände, die du noch sammeln kannst. Wie du siehst, ist dein aktueller Standort markiert. Du hast hier noch viel zu tun, aber egal. Lass uns zu Kalibrierungszwecken ins Weltall starten. Bitte wähle dein Ziel Geonosis. aus. Weltraum. Man kann 10 Sammelobjekte sammeln und ansonsten nichts. Das hier ist deine Ja. Landeplattform. Du kannst sie nutzen, um in deiner Schiffssammlung zu stöbern und Schiffe auszuwählen. Bitte such dir ein verfügbares Schiff aus und wähle Starten. Was hat er denn für eine Waffe? Ja. Was nehmen wir denn mal da? Ist ja geil, ich nehme mal so ein Bestätigt. X-Wing. Jetzt machen wir eine Weltraummission, sagst du? Sehr feine Sache. Registriere feindliche Vulture-Droiden-Sternjäger in deinem Sektor. Vernichte sie. Boah, die Steuerung ist aber mega assi. Ach du Scheiße.
Es geht so, ne? Muss ich euch vernichten? Boah, die Steuerung ist so miserabel. Ohne Spaß. Ach, wie weit entfernt? Okay, nice. 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 Boah, die Steuerung, ey, warum ist sie so beschissen? Ist ja zum Kotzen. Ich will mit ihm aber jetzt nicht sterben, weil dann habe ich ihn verloren erstmal in der Mission. Du kannst ja... Ich muss 10 Stück erledigen, oh mein Gott. Du kannst ja mit allen Charakteren kannst du ja so lange spielen, bis sie halt tot sind. Für die Schlacht. Sehr nice, Nummer 7. Drüben ist noch einer. Die fliegt wie so eine besenkte Sau. Okay. Muss ich irgendwie da hoch? Oh, ma. Oh, ist ja ganz schön weit weg. Neue Gegner. Nochmal 10. Okay. Es geht, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich kriege jetzt gar nichts hin. Es ist halt einfach a little bit schwer. Oh Mann, was mach ich hier? Aber immerhin getroffen und das war ziemlich cool. Drüben sind jetzt noch ein paar. Sehr nice. So, Level up. Sehr gute Sache. Nummer 9. Bleibst du stehen? Das gibt's ja wohl nicht. Und Nummer 10. Dein Ziel ist Coruscant, galaktisches Zentrum 000. Begib dich in den Hyperraum, wenn du soweit bist. Ja, los geht's, würde ich mal sagen. Danke, dass du die Sternenkarte aktiviert hast. Diese Sternenkarte ist ein persönlicher Leitfaden für die Navigation in der bekannten Galaxis. Ja, hast du schon mal gesagt. Verfügbare Systeme an, die du erkunden kannst. Du kannst Nabu-System. Um mehr über dieses bestimmte Ziel zu erfahren. Ja. Während du durch das Coruscant-System navigierst, kannst du dein Schiff landen lassen, indem du den Planeten markierst und landen willst. Ist das System für eine Reise verfügbar? Wähle Hyperraum, um einen Kurs zu bestimmen und gehe auf Lichtgeschwindigkeit. Reise zum Ziel deiner aktuell aktiven Mission, indem du das gelb gekennzeichnete System markierst und Hyperraum wählst. Kurs wird festgelegt. Hyperraum aktiviert. Auf geht's nach Coruscant. Hab schon gesehen, gibt einige Planeten, die wir so aus Clone Wars kennen. Sehr gut. Finde ich echt geil. Okay. In deinem Sektor befinden sich eine Gruppe separatistischer Vulture-Droiden-Sternjäger. Greif ein und vernichte sie. Da sind sie. Separatistenabschaum. Oh Gott, der wäre fast in mich reingeflogen. Alter! Alle hinter mir, oder was? Alle hinter mir, Leute. Noch mehr? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Ah, ihr Arschlöcher. Guter Schuss. Dieser Sektor ist jetzt sicher. Wir haben einen Notruf. Der war auch einem Frachter ganz genau hinter mir. Er wird von Vulture-Droiden angegriffen. Gehe dazwischen und verteidige das Transportschiff.
landen. Ja, jetzt landen wir wieder. Schön und gut, dass man Weltraumschlachten eingeführt hat. Aber ganz im Ernst, die Steuerung, die ist so hakelig. Da bin ich lieber unterwegs zu Fuß. Das ist mir lieber, Leute. Ja, so ist es gut. Willkommen auf Coruscant, dem Zentrum der Galaktischen Republik. Der Rat der Jedi erwartet deinen Bericht über den gefangenen Droiden. Begleite ihn in seine Kammern, wir treffen uns dann dort. Hier gibt es haufenweise Nebenquests, oder? Okay. Lol. Was für Schnecken, Alter. Ach, da! Oder? Der Rat der Jedi erwartet deinen Bericht über den gefangenen Droiden. Begleite ihn in seine Kammern, wir treffen uns dann dort. Ja, Digga. Ja, also du kannst auch so ein paar Parallelquests machen. Lass ich jetzt aber erstmal sein. Wir betreten den Jedi-Tempel. Ja, so die Nebenmission kann man dann hier sind die Hallen danach des immer noch machen. Betritt sie vorsichtig und mit Respekt. Die Ratskammern mit Respekt, sagst du? Ja. Hinten im großen Saal. Bringe den Droiden zu uns. Was passiert denn, wenn ich jetzt das hier mache? Ist ja mit Respekt, ne? Aus. Fähigkeitenbaum. Skillen. Was ist das hier Schönes? Okay. Das ist aber. Also, der Jedi-Tempel ist wirklich schön. Haben sie echt geil hingekriegt, also. Sieht echt schon nice aus. Achso, das ist ein. Sein Schild. Die Gemächer des Jedi-Tempels. Hier ist ein Button. Und hier auch. Den benutzen wir mal. So, und ab geht's nach oben. Nimm den Fahrstuhl zur Ratskammer der Jedi. Padme! Ich meine, Senatorin. Ich wusste nicht, dass ihr noch auf Coruscant seid. Ich bin unterwegs zum Raumhafen. Auf dem Weg nach Naboo, Senatorin? Ja, der oberste Kanzler hat mir erlaubt, eine Friedenskonferenz in Theed abzuhalten. Delegierte der Republik und der Konföderation nehmen daran teil. Ein Schritt Richtung Waffenstillstand, dies mag sein. Das hoffe ich. Entschuldigt mich bitte. Wenn du Hilfe brauchst. Ich melde mich sicher. Man kann sagen, was man will, aber die waren echt schon schnuckelig zusammen, die beiden. Umso trauriger war es dann, als. Ja. Meister egal. Yoda, Meister Kenobi, Anakin, Ahsoka, willkommen. Wie lautet das Geheimnis, das er mir aus Geonosis mitbringt? Der Speicher des Droiden enthält Daten über die Identität desjenigen, der die Kampfdroidenfabrik geleitet hat. Wir müssen diese Informationen so schnell wie möglich entschlüsseln. Wenn General Grievous und die Separatisten nicht dahinter steckten, dann steht uns eine neue Bedrohung bevor. Ich schlage vor, dass der Droide zur Tech-Zitadelle gebracht wird. Dort können wir mehr über seine Herkunft erfahren. Einverstanden. Aber wir müssen aufmerksam sein. Wenn unser versteckter Feind erfährt, dass wir diese Maschine haben, wird er alles dran setzen, um uns daran zu hindern, seine Geheimnisse zu lüften. Ein Airspeeder erwartet dich vor dem Tempel. Du kannst ihn benutzen, um den Droiden zur Tech-Zitadelle zu bringen. Yeah!
Oh, ist klar. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Wir müssen uns um den Druiden kümmern. Ihn in die Tech-Zitadelle bringen. Ja. Alles schon mal sehr, sehr cool. Macht weiterhin sehr viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ne? Macht's gut.